Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Forza Horizon 5. Heute kaufen wir ein Auto. Willkommen zur Automesse. Sieh dich ruhig um und sag Bescheid, wenn du was brauchst. Ja? Das sind die Autos, die ich kaufen kann? Lamborghini? Hallo? Ich will zwei. Ist nicht da, warte. Oh, geil, wie viel kostest du? Ah, bisschen teuer. Wie viel Credits habe ich denn? Wo stehen das? Ich habe genug. Nee, habe ich nicht. Ich habe 300.000 Credits. Achso. Chevrolet. Rari. Ford. Formula. Ah, das sind alles Billighersteller. Hot Wheels. Ernsthaft? Ich will das haben. Das sieht ja mal so genial aus. Okay. Hammer, mhm. Infinity International Jaguar Jeep. Oh, Königseck. Oh, ist das teuer! 2 Millionen, das hab ich nicht. Oh, hier. Hier, das Geld hab ich nicht. Oh, der sieht aber grauenhaft aus. Da, dich kann ich kaufen. Ja, und. Oh, den auch. Ja. Gekauft. Ich unterzeichne noch. Ja. Mhm. Da kann man jetzt sogar noch die Farbe auswählen. Das sind. Achso, das ist das von dem anderen. Von den anderen Dudes, die das Auto auch haben. Ich hätte schon so ein saftiges Grün gerne. Aber darum kümmere ich mich jetzt dann gleich. Farben. Farbpalette. Ich bin mit der Farbe zufrieden. Autogutschein? Ich kann einen Autogutschein nutzen und ein Auto umsonst halten. Wir holen uns das teuerste Auto in-game einfach kostenlos. Warum nicht? Oh ja. Das ist ein Lamborghini, Leute. Dafür spendet ihr hier euer Geld. Warte, Widget testen. Da. Ah ja, ich habe hier keinen. Na gut. Also ich kann. Ich will den Spoiler bearbeiten. Oder will ich den überhaupt bearbeiten? Ne, will ich nicht. Ich will das Auto tunen. Oh, der Forza Horizon Shop. Wo ist denn der Ton hin? Ah, jetzt. Okay. Ton ist wieder da. Hier Upgrades und Tunen. Gott. Ja, individuelles Tunen. Ja. Reifendruck. Automatisches Upgrade. Jederzeit dein Auto geben. Lege dein Performance-Ziel fest, dann wähle ich die Teile und erledige die Arbeit selbst. Garantisalo. Weil du mir vertraust, no? Auf 900. Ja, komm. Kaufen wir. Keine Ahnung, ob sich das jetzt gelohnt hat oder nicht. Wahrscheinlich nicht, weil ich immer wieder auf Kaufen geklickt habe. Aber der sollte jetzt schneller sein. Karosserie. Ach, geht noch nicht. Okay. Automeisterung von dir gefolgte Spieler. Individuelles Tuning ist so. Okay. Mhm, mhm. Ja. Mhm, mhm. Genau, genau. Ja. Okay. Was? Ich habe einfach keine Ahnung, was da steht. Aber wir können mit unserem neuen Lambo Dado rumfahren. Oh, ich habe einen Boni. 5 Forza Horizon Punkte. Ja, komm. Das noch und. Du hast einen permanenten Vorteil freigeschaltet. Ja. Dieses Auto. Dein Auto tut sich in sauberen Rennen hervor. Du hältst eine 15% Fähigkeit, saubere Rennfähigkeit. Aber ich habe nicht genug Fähigkeitspunkte.
Ah, das kostet 5. Ah, das kostet 3 und das kostet 1. Ja, dann nehmen wir das, weil das kostet 3. Super, Respin. Das holen wir uns beim nächsten Mal dann. Okay. So, jetzt nehmen wir ein Rennen. Welches nehmen wir? Das da, komm. Und wir fahren da jetzt hin. Fahre ich gerade drauf zu? So ziemlich, ja. Bin nochmal an meinem schönen Haus vorbei. Das ist einfach so eine 5 Millionen Euro Villa ist in Wahrheit. Oh, ich muss hier über die Brücke drüber, ich sehe es. Ja, also unser Lamborghini kann schon mal fliegen. Der zieht aber gut. Ja, ich wollte links. Nein, fall da bloß nicht runter. Ja, aber der Lamborghini sieht schön aus. Aber halt nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Aber ist okay. Ich kann ja Offscreen Credits sammeln und dann gucken wir mal. Wie schnell fährt denn der? Nachher lang, im Endeffekt langsamer als mein normales Auto. Ah, der sieht aber gut aus. Und der hat ein besseres Handling. Abheben zählt nicht zu Handling, Leute. Ja, der lenkt sich besser. Ja, Rivalen tritt gegen Trivatar. Erstellt eine eigene Route. Nee, ich fahre jetzt einfach mal das Rennen. Falls offizielle Horizon-Veranstaltungen dich nicht zufriedenstellen, erstelle deine eigene. Hier kommt das Event Lab. Also das hier ist dieses, warum habe ich ein Schaf oben als Bild? Ein Minecraft-Schaf. Ah, das ist Xbox, gell? Ja, da habe ich das Minecraft-Schaf genommen. Witzig. Also, das hier ist das Mario Maker für Forza. Also, ihr könnt eure eigenen Rennen erstellen. Ey, wie cool. Na, dann nehmen wir den Huracan hier. Lamborghini. So muss das. Der sieht schon cool aus. Lamborghini, was habt ihr so? Ist das eigentlich die Auslastung der GPU oder einfach nur die FPS-Anzahl? Ja, es ist die 60 FPS, das ist die FPS-Anzahl. Das Spiel kann man sogar, glaube ich, in 120 FPS spielen. Aber das kann ich leider nicht aufnehmen. Ja, Vollgas. Rennveranstaltung starten. Okay, wir sitzen drin, wir sind bereit. Let's go! So, wir überholen schon gut. Oh ja. Dreifach überholen, das gibt Zusatzpunkte. Ey, du kriegst in diesem Spiel aber auch für alles Zusatzpunkte, gell? Egal was ihr macht, ihr habt Zusatzpunkte nachher. Hier komme ich aber rum, hier komme ich rum. Ja, hier komme ich rum. Da komme ich auch noch rum. Ich bin Stufe 8 in irgendwas geworden. Ich weiß nicht in was, ich muss mich aufs Rennen konzentrieren. Okay, oh, da vorne ist eine starke Kurve. Oh ja, ich sehe es, ich schmeck's. Oh, ich bin am Checkpoint vorbei. Das ist doch. Ach, komm. Ja, reicht doch. Ja, und das da vorne wird tot. Ja, ich weiß nicht, wie man hier um die Kurve kommen soll. Also ganz ehrlich. Die Steuerung ist einfach zu schlecht dafür. Das ist schlimm. Es liegt an der Steuerung, man kennt's. Wobei, hier liegt es ja sogar wirklich an der Steuerung. Oh, wow. Ja, hä, wie denn auch? Ich fahre einfach zu schnell um die Kurven. Mit meinem tollen Lamborghini. Bin am Checkpoint verloren. Ich kann hier auch einfach. Ja, reicht doch! Hallo! Jetzt starte ich im Baum. Oh, links. Der zählt noch, der zählt noch. Der hat gezählt, okay. Rechts, driften, bremsen. Oh, Motorexplosion. Piu! Hier mit 80 um die Kurve. Wo bin ich denn? Also eine Kurve, die man unter 200 nimmt, ist eine schwache Leistung. Sind die überhaupt hinter uns? Nö. Auf der Karte sehe ich sie auch. Kann ich hier die Karte gucken? Ja, die sind noch sehr weit hinter uns. Oh, der ist auch Level 900 hier. Könnte gefährlich werden. Hier muss ich jetzt nicht bremsen, aber hier. Oh, der war super. Oh, noch nie so gut gedriftet in dem Spiel.
dafür ein Like, Leute. Okay. Wir müssen hier links, wir müssen hier links. Und rechts. Jetzt läuft's aber. Ich bin am Checkpoint vorbei. Ich finde, die Checkpoints sind unsympathisch. An denen fährt man immer vorbei. Oder vorne ist das Ziel. Jetzt aber hier Vollgas. Okay, auf jeden Fall, der Lambo schafft 303. Da haben wir das Ziel. In Horizon Apex. Sehr schön. Yo! Ich weiß immer noch nicht, was genau mit unseren Haaren da los ist, warum die durchsichtig sind. Ich glaube, das soll. Ich glaube langsam, wenn ich dich nach jedem Straßenrennensieg anrufe, hast du mich schon sehr bald satt. Ja, ich glaube auch. Und? Level 8 Stufenaufstieg! Oh, noch 9999 RP-Pick. Oh, Wheelspin! Und wir bekommen. Ein Ferrari! Wow! Ein Challenge-Stradale! Ja. Will ich haben. Hey Storm. Ja? Das ist die Horizon Tour. Das ist der Ort, um sich mit Freunden zu treffen, zu entspannen okay. Und, naja, Mexiko zu bereisen. Also, falls jemand anderes dieses Spiel noch im Game Pass hat, heißt das, ich kann mich mit dem hier treffen. Oh, was ist das? Ah, das kenne ich. Hier gibt es dann irgendein Secret Auto. Wo ist denn der Vulkan? Was davon ist der Vulkan? Ich will unbedingt in den Vulkan reinfahren. Okay, wir fahren mal hier hin. Das zeigt einfach an, hier in der Nähe gibt es einfach ein Secret Auto. Genau. Da fahren wir jetzt einfach mal hin. Oh, es ist Nacht. Hallo, ich bin Anna, deine automatisierte natürliche Navigationsassistentin. Ich helfe dir, Mexiko zu erkunden und biete Auszeichnungsherausforderungen an. Ich wurde mit dem neuen Forza Link-Modul aufgerüstet. Ich kann jetzt Unterhaltungen mit anderen Fahrern vorschlagen und dir beim Link-Up helfen, um gemeinsam zu spielen. Das Ding hat... Forza Link verfolgt deinen Status und den von Menschen, die du online triffst, und schlägt vor, wie ihr euch vernetzen und miteinander spielen könnt. Immer wenn das hier aufleuchtet, gibt es neue Vorschläge, wie du dich mit anderen Link-Fahrern vernetzen kannst. Ach, okay. Okay, Storm. Ich habe die Route zu einer Rennveranstaltung in der Nähe geplant. Jo, erstmal einen Hai reinschicken. Bei nächster Gelegenheit enden. Ja, ich versuch's. Ist das. Das ist nicht meine Route. Ich weiß nicht, wo du mich hinschickst. Ich will. Hier hin. Und wenn wir auf dem Weg hier hin sind, fahren wir in diesen Vulkan rein. Okay, also wir können jetzt mit. Das Ding hat ein Ingame-Teamspeak, habe ich das richtig verstanden? Und Ingame per Knopfdruck einfache Sätze, so wie Hi, was geht oder sowas zu schicken. Also so der heutzutage Standard für Online-Spiele. Gut, habe ich richtig verstanden. Oh, das macht einfach Spaß. Ich weiß nicht, aber ich finde es total angenehm, hier einfach nur rumzufahren. Okay, Leute, wenn wir da oben sind, springen wir einfach in diesen Vulkan rein, ja? Weil ich das schon immer mal machen wollte. Es gibt bestimmt Videos auf YouTube, die es zeigen. Bei mir seht ihr das heute auch. Wenn die Lichter hier nicht so komisch über den ganzen Bildschirm flackern würden, wäre ich vielleicht auch zufrieden. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Oh, noch 13 Kilometer, Leute. Ihr müsst warten. Das dauert eine Weile. Ich glaube, an der Stelle setze ich einfach einen Schnitt. Bis ich dann oben bin. Bis gleich. Ganz kurz dazwischen, Karl, Leute. Schaut euch mal diese immens geniale Aussicht hier an. So. Das ist der Wahnsinn. Wir sind auch gleich da. Ich kürze die ganze Zeit ab, indem ich hier einfach den Vulkan so hoch fahre. Ich hoffe, dass das der Vulkan ist. Wenn nicht, fahre ich ja nicht umsonst lang.
Aber ich nehme euch jetzt mal wieder mit, weil es wird immer spannender hier. Hier können wir abkürzen. Was denken sich eigentlich die Leute, die hier... Ach, der fährt auch Offroad. Ja, dann fühle ich mich nicht ganz so schlecht. Oh, da oben sieht es aus, als wäre da der Vulkan, Leute. Leute. Nachher ist das gar nicht der Vulkan. Das ist nicht der Vulkan, oder? Gibt es überhaupt einen Vulkan im Spiel? Bitte sag mir, dass das doch der Vulkan ist. Ist nicht mehr weit. Oh doch, das sieht wie ein Vulkan aus, Leute. Ich sehe nichts, es ist kein Vulkan. Das ist einfach nur Wasser. Cooler Vulkan. So wie es aussieht. Ist der Vulkan? Ist das der Vulkan? Nein. Also, der Vulkan ist irgendwo anders, ich weiß nicht wo. Ja gut. Wahrscheinlich gibt's den Vulkan nachher noch nicht mal. Ist der Bereich so riesig für dieses Auto? Oh, nee. Wir suchen ja ein verstecktes Auto. Ja. Nee, ich fahr jetzt hier hoch. Ja, ja, 200 Meter rechts. Hui! Ein Auto bremsen! Oh Gott. Okay. Wir sind jetzt in dem Bereich, wo wir ein Secret-Auto finden können. Oh Gott. Yo, da, ihr könnt einfach die Heißluftballons sehen. Yo, sieht das cool aus! Yo, Wahnsinn! Sag nicht, das könnte auch hier unten sein. Ich bin jetzt nicht... Nee, irgendwo hier. Ja, ich würde sagen, ich gucke hier von oben. Ist da was? Nee. Also so viel ich weiß, sind es immer so versteckte Häuser. Ich muss das jetzt machen. Ey, das ist mir jetzt so egal. Wir springen jetzt hier einfach. Leute! Sehen wir was? Nee. Oh, aua. Aber da hinten, da saß etwas, vielleicht, oh, hat jemand eine alte Scheune gesehen? Was kann ich denn da sagen? Okay, Sturm, ich habe deine Route zu einer neuen Saisonmeisterschaft berechnet. Nee, keine Ahnung, wo hier eine Scheune ist, ich such die aber auch. Kann ich hier nicht Dings reden? Oh, da gibt's auf jeden Fall eine XP-Tafel. Ich glaube, das wäre viel cool. Oh, 3000. Virensicherheitsbedrohungsschutz. Ja, cool. Wo ist denn hier so eine Da ist die Scheune. Ja, ich riech's. Ich riech den Sieg. Komm schon. Yes! Yes! Ich glaube, das war richtig. Also ich finde, man sollte auf jeden Fall irgendwie... Das ist echt Onkel Victors Auto. Ford Escort. Das muss er sein. Nicht mal ein Viertel der Teilnehmer schaffte es zur Ziellinie in Mexico City. Aber 5 der 10 Besten waren diese Dinger. Daher auch der Name. Das Auto sieht ein bisschen alt aus. Also ich hätte nur so eine Vermutung. Er ist komplett rostig. Yo, Ich habe einiges zu tun. Und die ganze Familie muss ich anrufen. Ja, hier. Genau. Okay, er hat sich auch wegteleportiert. Sehr schön. Er hat das Auto gefunden. Sehr schön. Ja, und wir springen jetzt nochmal von hier oben richtig stylisch runter. Von oben, habe ich gesagt. Ja. Ein saftiges... Hui. Stimmt, das Spiel ist ja jetzt offiziell draußen, Leute. Ihr könnt euch das jetzt auch... Oops, I guess. Ihr könnt euch das Spiel jetzt auch holen. In der normalen Version habt ihr jetzt auch Zugriff darauf. Oh mein Gott, macht das Spaß. Ich fahre einfach mit 200 km/h einen Berg runter und mein Auto explodiert gleich. Oh Gott. Oh, wow. Aua. Ja, Route wird neu berechnet. Ich weiß nicht mal selber, wo ich gerade bin. Okay. Ich würde sagen, wenn wir hier sind, gehen wir hin und fahren hier ein Rennen.
Einfach hier alles geradeaus. Das wird schon stimmen. Hier schön durch die Wüste. Ich finde das cool, dass es so abwechslungsreich ist hier. Wüste, Regenwald, City, Straße. Ja doch, das gefällt mir. Aua. Nee, ich spur zurück. Ich will meinen Speed nicht losen. Okay, das wird auch nix. Hier hin. Ja, komm, passt. Jetzt können wir hier dran vorbeifahren. Oder vorne ist einer. Also, gibt's doch kein Ingame miteinander reden oder so? Das fände ich halt mega cool. Ich muss hier gar nicht mehr abbiegen. Oh, doch, muss ich. Stimmt, hier ist ja das Forza-Festival. Leute, was geht? Ja, ich gehe hier vorne. Ja, die jubeln mir alle zu. Du hast dein Ziel erreicht. Ja, ich habe mein Ziel erreicht. Mein Ziel liegt links. Ja, das würde ich fahren und dann... Ja, was für ein Auto nehme ich denn? Natürlich unseren frisch gekauften Lamborghini. Weil den wollen wir ja auch testen hier. Wir müssen ja gucken, ob sich das Auto gelohnt hat. Oder ob ich mir doch eine Bugatti holen soll. Mal gucken. Oh, der sieht so toll aus. Ah. Wie viel Uhr haben wir? 14 Uhr. Ja, ich habe noch Zeit. Reservorio Sprint. Alle zwei Folgen schneide ich ja die Videos und nehme nochmal zwei auf. Heute lasse ich aber mal bei zwei, weil ich habe noch genügend Zeit aufzunehmen. Oh, let's go! Ach stimmt, die sind ja jetzt nicht mehr durchlässig, gell? Ja, ich bin trotzdem hier. Richtig gut mit dabei. Oh, das macht so Spaß. Leute, kauft euch das Spiel. Kauft's euch. Wow. Oh, um die Kurve. Oh, ihr müsst schon stark abbremsen. Also, das ist... Wieso will ich meine Hand hochheben? Das ist nicht ohne mit dem Bremsen hier. Das ist echt der Wahnsinn. Aber mit dem Lenken komme ich mittlerweile ganz gut klar. Jetzt eine Runde Need for Speed und tot. Wirklich. Ich würde keine Steuerung mehr von Need for Speed hinkriegen, weil ich jetzt auf Forza gewöhnt bin. Ich werde dann aufs Spiel nochmal gefahrene Rennen nochmal fahren, um ein paar Credits, also Geldeinheiten zu verdienen. Damit wir einfach ein bisschen Geld haben. Und weil ich nicht alles aufnehmen will, ich kann mir vorstellen, dass es für euch langweilig wird. Wenn ich jetzt heute 500 Folgen aufnehme und die nächsten 10 Jahre nichts mehr und dann total up-to-date und so. Ach komm! Und rechts rum. Vorsichtig. Ja, okay. Das ist auch schon das letzte Rennen für heute, Leute. Wir werden es wahrscheinlich gewinnen, da bin ich mir sicher. Und ich werde beim nächsten Mal den Schwierigkeitsgrad für die nächste Folge auf schwieriger stellen. Einfach damit das, ja. Damit das besser ist. Damit wir hier nicht immer ganz vorne sind, weil das ist echt langweilig sonst. Und ein bisschen Challenge wollen wir ja auch haben. Sonst hätte ich mir auch einfach den Autofahrsimulator holen können. Wobei, das ist ja hier der Autofahrsimulator eigentlich. Das Rennspiel wäre ja Forza Motorsport. Hier ist schon das Ziel? Wow. Let's go, Erster. War zu erwarten. Kriegen wir den Wheelspin? Hallo? Ich will einen Wheelspin. Ich will ein neues Auto. Hallo? Nö. Oh, aber ich kann linken. Hi! Dom, es ist soweit. Das ist die Karte, die ich meinte. Abenteuer. Die Sache ist die, es geht nicht nur um Erweiterung. Wir wollen auch bestehende Außenposten ausbauen. Mit größeren Rennprogrammen und mehr Events. Expeditionen ins Unbekannte. Oder neuen Abenteuern vor unserer Tür. Es liegt ganz bei dir. Ja. Wonach steht dir der Sinn? Genau, und jetzt können wir hier einfach aussuchen, wo wir hinwollen. Hier Apex. Okay, die habe ich noch nicht freigeschalten.
Ja. Auf jeden Fall. Meine Damen und Herren, ich hoffe, euch hat die heutige Folge gefallen. Wenn ja, zeigt das gerne mit einer positiven Bewertung. Und wenn euch das ultra gefallen hat, unterstützt doch das Spiel, indem ihr es euch einfach kauft. So teuer ist das nicht für das, was ihr bekommt. Das war's mit dem Video. Bis dann. Ciao.